Also ich habe von Robert Walser nicht alles gelesen, ganz und gar nicht. Eher nur Bruchteile, quer durchs Werk, ein wenig die Romane, die kurzen Prosatexte aus den verschiedenen Zeiten, frühe Texte, mittlere Texte, späte Texte. Ein Text, der für mich besonders wichtig war und wichtig bleibt und wichtig ist, ist Jakob von Gunten. Ich glaube, das ist ein Buch von 1909 im Erscheinungsdatum, also einer der frühen Romane von Robert Walser. Und was dort passiert, hat mich berührt und interessiert mich weiterhin. Es gibt den Protagonisten Jakob, der in einer Dienerschule ist, das Institut Beniamenta, und ich kann jetzt auch nicht die Erzählung als Ganze rekapitulieren, aber es gibt eben diese berühmte enigmatische Formel, diesen berühmten Satz, den Jakob ausspricht als Schüler dieses Instituts, in der Form der Antizipation. Also er blickt in die Zukunft und spricht über seine Zukunft als Schüler der Dienerschule, die vielleicht die Schule des Lebens ist oder des Lebens sein soll. Und es ist eben diese Formel, ich werde eine kugelrunde Null sein. Diesen Satz kennen viele, die wenigstens in dieses Buch hineingeschaut haben. Ich werde eine kugelrunde Null sein. Ich weiß nicht, ob ich diesen Satz verstehe. Was ich verstehe, ist, dass dieser Satz zu denken gibt, mir zu denken gibt. Denn was könnte das bedeuten? Ich kann mich nur sehr subjektiv einer solchen, selbst vielleicht subjektiven literarischen Formel nähern. Von einer Schule erwarten wir, dass sie uns etwas beibringt, etwas lehrt und bestenfalls fürs Leben. Das könnte man Erziehung nennen, das Ziel von Erziehung insgesamt, von Pädagogik, dass man aufs Leben vorbereitet wird, das heißt auf die Realität da draußen, jenseits der Schule, jenseits der Kindheit, auf eine Realität, die es nicht zwangsläufig und zwingend gut mit uns meint, nicht so gut wie vielleicht unsere Eltern oder die Leute, die uns lieben, unsere Geschwister. Das heißt, die Welt da draußen, jenseits der Schule, ist eine Welt, sagen wir, gesteigerter Indifferenz unserem Schicksal gegenüber. Und ich glaube, dass diese Null, von der die Rede ist in diesem Jakob von Gunten Roman, dass wir diese Kategorie der Null verbinden müssen mit der Kategorie der Indifferenz, das heißt einer gewissen Gleichgültigkeit, die eben zunächst die Gleichgültigkeit des Wirklichen da draußen ist. Es gibt eine Formel bei Albert Camus am Ende seines Romans L'étranger von 1938, glaube ich. Une tendre indifférence du monde, sagt Camus. Er spricht also von der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt, und ein paar Jahre später taucht genau dieselbe Formel wörtlich in einem Roman, einem der ersten Romane von Marguerite Duras auf, die für mich auch eine wichtige Schriftstellerin ist. Weil auch hier gibt es ein Wissen um den Indifferenzwert von Wirklichkeit dem einzelnen Subjekt gegenüber. Und ich glaube, dass das etwas ist, was bei Robert Walser sich durchzieht, durch die Literatur von Walser insgesamt. Ein Aufmerken, eine Aufmerksamkeit, eine Sensibilität, eine Bereitschaft überhaupt auch zu sehen, was wir ungern sehen, nämlich dass wir angesichts des Ganzen oder im Ganzen, dass wir das Weltwirkliche nennen können, nahezu nichts sind. Also es gibt da eine Einsicht in die Kleinheit menschlicher Existenz, und diese Einsicht wird pathoslos vorgetragen. Sie wird pathoslos literarisch gestaltet bei Walser. Es gibt also auch eine Indifferenz gegenüber der Indifferenz des Weltwirklichen. Und diese Indifferenz gegenüber der Indifferenz der Wirklichkeit da draußen
die entspricht vielleicht Walsers Poetik, einer Poetik der Indifferenz, die es auch bei Fernando Pessoa gibt, im Buch der Unruhe. Das heißt noch nicht, dass wir vom Pessimismus reden müssen, auch nicht von Verzweiflung. Vielleicht müssen wir von einem gesteigerten Realismus sprechen, eher also von einer Öffnung auf den Inkonsistenzwert dieses Konsistenzspektrums, das wir Wirklichkeit zu nennen gewohnt sind. Was wir wirklich nennen oder was wir unsere Welt nennen oder was wir Realität nennen, das sind natürlich Grundfragen der Philosophie. Was ist Realität? Wie beständig ist das? Wie verlässlich ist das? Wie Vertrautheit ist das? Wie vertraut ist das, was wir Wirklichkeit nennen? Zunächst sind das Wörter, Wirklichkeit, Realität, unsere Welt. Wir benutzen dieses Possessivpronomen. Wir sprechen von unserer Welt und beginnen damit schon nahezu zu lügen oder uns einer Illusion und einer Täuschung hinzugeben, als wäre das, was wir die Welt nennen, indem wir unsere Welt sagen, etwas, das wir im Griff hätten, das wir besitzen könnten, das wir kontrollieren könnten, das wir überhaupt annähernd überblicken könnten. Es sieht nicht so aus, als sei das so. Und was man den gesteigerten Realismus, glaube ich, denke ich, von Robert Walser nennen könnte, auch ausgedrückt durch diese Formel, ich werde eine kugelrunde Null sein, hat vielleicht auch damit zu tun, dass man die Erwartungen in Bezug auf die Seinstotalität, das heißt aber auch auf die Zukunft und auf das eigene Leben, in Bezug auf das eigene Leben, dass man die ein wenig runterschraubt, also dass man sich vom kindlichen Narzissmus der Alleserwartung und der Totalerwartung in Bezug auf sein eigenes Leben ein wenig befreit, löst, ein wenig davon löst, dass man mit gleicher Intensität, mit gleicher Präzision, mit gleicher Bereitschaft im selben Atemzug gewissermaßen auch einsieht, dass diese Minderung der Erwartung ans eigene Leben oder die Minderung der Erwartung, dass die Wirklichkeit da draußen da sei, um meine Erwartungen, die ich an sie richte, aus welchen Gründen immer, aus Erziehungsgründen oft, dass diese Erwartungen eben nicht erfüllt werden, dass sie nicht erfüllt werden müssen. Und ich glaube, dass diese Indifferenz, von der ich spreche, die Indifferenz gegenüber der Indifferenz des Wirklichen, dass man die mit einer nahezu stoischen Gelassenheitskategorie verbinden könnte, mit dem vielleicht, was man Ataraxia genannt hat, Seelenruhe. Es gibt einen impliziten Stoizismus und es gibt einen impliziten, einen mehr impliziten als expliziten Nietzscheanismus bei Robert Walser. Robert Walser hat Nietzsche gelesen, es gibt Spuren, Nietzsche taucht namentlich auf im Werk Walsers. Und Nietzsche ist eben der Philosoph des Amor Fati. Wenn Nietzsche sagt, liebe das Fatum, das Schicksal, wenn er von dieser Schicksalsliebe spricht, dann kommt das, glaube ich, dem nahe, was ich die Indifferenz gegenüber der Indifferenz nannte. Das heißt eben, dass da ein Affirmationismus, das heißt ein Bejahungsmut oder eine Bejahungsdynamik mitläuft oder mitlaufen, die das Subjekt eben der Versuchung, auch der Verzweiflung und eben eines immer narzisstischen Verzweiflungspathos entreißen. Das wäre vielleicht etwas zu einfach und Robert Walser ist zu klug und mit Nietzsche, ohne Nietzsche, mit Camus, ohne Camus ist Robert Walser zu klug, um hier die Falle nicht zu erkennen, diese Narzissmusfalle, die in diesem Verzweiflungspathos läge, also in diesem Infantilismus, denn es gibt keinen Narzissmus, der kein Infantilismus wäre, der in diesem Infantilismus, der das Subjekt gewissermaßen in eine immer libidinös grundierte Verzweiflung treiben würde, in die Melodramatisierung der eigenen Existenz, die Vorstellung, dass alles nichts ist und nur weil das alles und das Realitätsganze und Seinsganze, von dem ich sprach, eben tatsächlich nicht da zu sein scheint, nicht dafür da zu sein scheint, meine Erwartungen an es zu erfüllen. Ich werde eine Kugelrunde Null sein, ist für mich ein emanzipatorischer Akt,
der Nichtverzweiflung, ein nicht pathetischer Akt gesteigerten Realitätsempfindens angesichts einer Wirklichkeit, die selbst durch Gleichgültigkeit, durch Inkonsistenz, durch Fragilität bestimmt ist, durch das, was ich auch Inkommensurabilität nennen würde. Das heißt, es ist eine Wirklichkeit jenseits von Gut und Böse. Das heißt nicht, dass in diesem Wirklichkeitsraum, der auch unser, der Raum unserer sozialen Tatsachen ist, unser, sagen wir, sozial, kulturell und politisch und ökonomisch kodierte Wirklichkeitsraum, den wir unsere Welt nennen, unsere geteilte Welt, dass dieser Raum frei von Wertung sei oder im Gegenteil, oder frei von Bedeutung oder frei von Sinn. Es ist das Gegenteil der Fall. Wirklichkeit ist die Zone der Überdeterminierung. Es gibt sehr viel Sinn, es gibt übertrieben exzessiv viel Sinn, es gibt eine hyperbolische Masse an Bedeutungsangeboten. So existieren wir im sozialen Universum. Wir, und das hat sich natürlich seit Robert Walser nicht im Wesentlichen geändert, auch wenn sich bestimmte Strukturen verändern und dass wir jetzt eine stark digitalisierte Welt haben. Das war zu Robert Walsers Lebzeit nicht der Fall. Und dennoch erfahren wir und erleben wir Welt als etwas, was, was wie ein Appell an uns tritt. Ein Appell auch zur Freiheit der Wahl. Ich mache eine Unterscheidung, eine terminologische Unterscheidung in meiner Arbeit seit langer Zeit zwischen Wahl und Entscheidung. Und ich glaube, dass wir heute, jetzt gehe ich einen Schritt weg von Walser, in einer Wirklichkeit existieren, die wir natürlich weiterhin den Kapitalismus unserer Zeit nennen können, müssen. Und dass wir in dieser Wirklichkeit, diese Wirklichkeit erfahren als eine Art optionaler Textur, als ein Wahlsystem. Wir werden kontinuierlich jeden Tag aufgefordert zu wählen. Und wenn es nur im Restaurant ist, zwischen den einzelnen angebotenen Gerichten zu wählen. Und eine Wahl wählt gewissermaßen, und das unterscheidet sie von einer Entscheidung, eine Wahl wählt zwischen gegebenen Optionen, während eine Entscheidung für eine nicht gegebene Option, das heißt fürs Unmögliche, selbst votiert. Wählen bedeutet, zwischen Wahlmöglichkeiten zu wählen, während entscheiden heißt, mit der optionalen Textur selbst zu brechen, das heißt, sich aufzubäumen gegen das Wirklichkeitssystem selbst als diese optionale Textur. Das heißt auch einzutreten oder zu kämpfen für einen anderen Freiheitsbegriff als denjenigen, den diese Textur oder diese konstituierte Wirklichkeit mir anbietet. Ich glaube, man kann sagen, dass wir wählen, um nicht zu entscheiden. Und es gibt bestimmte Momente, in denen wir, das sind kritische Momente unserer Existenz, in denen wir vor in eine Situation geraten, in der wir nicht weiter wählen können, sondern eine Entscheidung treffen müssen. Das heißt, wir müssen mit dem System selbst in einen Konflikt geraten, was viel schwieriger ist und viel aufreibender und viel, viel heikler und viel gefährlicher zuletzt, als zwischen gegebenen Optionen zu wählen. Es gibt bei Robert Walser einen gesteigerten Realismus, der sich mit einem Sinn fürs Märchenhafte verbindet. Und dieser Sinn fürs Märchenhafte lässt seine Figuren an phantomatisch-gespenstische Grenzen. Manchmal sind diese Figuren selbst gespenstisch. Ich habe in einem meiner Vorträge hier auf den Spaziergang verwiesen, auf diese berühmte Erzählung von 1917. Da gibt es diese kleine Passage. Der Spaziergänger begegnet dem Phantom Tomczak, und Tomczak ist ein Riese. Und wir bewegen, sobald wir das lesen, sind wir im Märchenuniversum. Das heißt, wir sind im Universum gesteigerter Inkonsistenz. Wir sind im Universum, wir treten heraus aus dem Universum der festen, stabilen, substanzialen, elementaren Tatsachen. Und Robert Walser führt uns hier nicht in ein Jenseits. Ich glaube, man würde Robert Walser komplett missverstehen. Denn die Figuren von Robert Walser, so märchenhaft sie erscheinen können, Riesen, gespenstische Entitäten,
sind Figuren, die eben dieses Immanenzspektrum, das heißt die Welt der Immanenz, eine Welt der Immanenz, das heißt die Diesseitswelt, die Diesseitszone bewohnen. Das heißt, die Diesseitszone, die Immanenzzone ist bei Robert Walser von allerlei befremdlichen Figuren bevölkert, die dieser Diesseitszone voll angehören, auch wenn sie dieser Diesseitszone in einer, sagen wir, abseitigen oder befremdlichen Weise angehören. Und vielleicht war das auch die Selbsterfahrung Walsers. Man kann das nicht ausschließen, wenn man gewisse Texte Walsers im Kopf behält. Es gibt bei Walser eben auch in Bezug auf sich selbst als Dichter in dem Brief an einen Herrn, ich glaube, das ist der Titel, es gibt bei Walser durchgängig den Wunsch, nicht herauszutreten aus der Immanenzzone, also ganz dem Wirklichkeitsuniversum anzugehören, aber ohne in ihm aufzugehen. Also der Immanenz anzugehören, ohne in ihm aufzugehen, heißt Löcher zu bohren in die Textur der Immanenz, das heißt in die Wirklichkeitstextur selbst. Und das meinte ich auch mit Entscheidung. Eine Entscheidung ist eine Decisio auf Lateinisch, Decision en Français, Decision auf Englisch. Das heißt, da steckt Scissor drin, die Schere, da steckt der Schnitt drin und die Textur, der Stoff der Realität, in den wird eingeschnitten. Und ich glaube, diese Schnitte vorzunehmen oder diese Perforationen, wenn man so will, vorzunehmen, das ist das, was Robert Walser Schreiben nennt. Es gibt einen, natürlich, und Giorgio Agamben hat darauf hingewiesen, für Giorgio Agamben ist Robert Walser ein Heiliger, er sagt das mal, und eine ganz herausgehobene, wichtige Figur. Und auch Robert und auch Giorgio Agamben ist ein Denker der Immanenz mit Deleuze, mit Gilles Deleuze natürlich. Und jetzt geht es darum zu verstehen, denke ich, dass auch wenn es keine Transzendenz gibt, wenn das Jenseits wegfällt mit dem Tod Gottes, dann ist die Conclusio daraus, der Schluss, den wir daraus ziehen können oder sollten oder müssen, nicht, dass wir in einer transzendenzlosen Immanenz sind, so dass wir das Diesseits verabsolutieren könnten. Das hat uns schon Nietzsche gezeigt, dass das nicht geht. Das wäre die Position des letzten Menschen, die Nietzsche kritisiert im Zarathustra. Der letzte Mensch, der in die Sonne blinzelt, der mit den großen Begriffen nichts mehr anfangen kann. Was ist Liebe? Der letzte Mensch scheitert an diesem großen Vokabular, weil er nicht versteht, dass dieses große Vokabular und die großen Fragen, was ist Gerechtigkeit, was ist Liebe, was ist Freiheit, nicht einer, sagen wir, idealistischen Metaphysik vorbehalten bleiben muss, sondern dass diese großen Begriffe der Philosophie, dieses, wenn man so will, metaphysische Vokabular, also diese Begriffe, die keine 1-zu-1-Repräsentanz, keine 1-zu-1-Realität haben im Raum der konstituierten Wirklichkeiten, im Diesseitsspektrum, dass diese Begriffe eben präzise Löcher markieren in der Textur, in der Wirklichkeitstextur. Und dass diese Löcher, durch diese Löcher schlüpft das Denken, das denkende Subjekt. Diese Löcher werden bewohnt von diesen Figuren Robert Walsers, aber diese Löcher sind keine Kanäle oder keine Durchgänge zu einer zweiten, gegebenen, paradiesischen Welt. Wie gesagt, das Paradies ist keine Option, aber es gibt, dass es Löcher gibt in der Wirklichkeitstextur, könnte heißen, dass diese Textur nicht alles ist. Wir haben keine Alternative, aber sie ist nicht alles. Es gibt hier eine gewisse Fragilität und eine gewisse Möglichkeit, sich anders im Durchgang durch diese Löcher oder im Bewohnen dieser Löcher, sich anders mit dieser Wirklichkeitstextur zu vernähen. Und diese Andersvernähung, dieses andere Denken, macht aus Robert Walser einen Dichter der Immanenz. Ich habe hier einen Vortrag gestern gehalten, en français, auf Französisch, Robert Walser, Poète de l'Immanence, und habe versucht, ein paar Hinweise in diese Richtung zu geben. Es war mehr ein Statement als ein Vortrag. Und so verstehe ich Robert Walser als jemanden, der mit gleicher Intensität, wie ich schon sagte, uns auffordert, im Raum des Hier und Jetzt zu verbleiben,
im Raum dieser Alternativlosigkeit, der Raum der Immanenz ohne gegebene Transzendenz, ohne metaphysische Hinterwelt ist und gleichzeitig uns eben darauf verweist, dass wenn wir sehr genau hinschauen und wenn wir den Blick schärfen, wenn wir die Aufmerksamkeit aufbringen und die Sensibilität riskieren, genauer hinzuschauen, auf diesen Wirklichkeitsraum, genauer in diesen Wirklichkeitsraum hineinzuleuchten, dann bis in die hinteren Winkel, also die uns vielleicht, die dem normalen Blick vielleicht und dem flüchtigen Blick nicht zugänglich sind, dann bekommen wir unsere Wirklichkeit anders in den Blick und wir sehen das sonst Übersehene. Man kann natürlich auch an Adalbert Stifter erinnern, man kann von Adalbert Stifter eine Linie zu Peter Handke ziehen. Das wären Schriftstellerkollegen von Walser, die eben diese gesteigerte Sensibilität fürs sonst Übersehene fordern, die also einen Blick versuchen, aufs Weltwirkliche oder auf ihre Realitäten, den man einen mikroskopischen Blick nennen könnte. Und man müsste vielleicht eben auch, und deshalb habe ich vorgestern hier meinen Vortrag auf Französisch genannt, un regard froid, von einem kalten Blick sprechen, von einem anatomischen Blick. Der kalte Blick ist natürlich eine Formel, die wir auch mit dem nietzscheanischen Denken verbinden, mit Heiner Müller und so weiter. Es ist ein Blick, den man klinisch nennen könnte, der ein Blick jenseits von Gut und Böse, ein Blick, der sich, sagen wir, den Komfort der unmittelbaren Bewertung dessen, was er sieht, nicht erlaubt, nicht unmittelbar erlaubt. Vielleicht bewerten wir immer. Es gibt keine Objektivität. Das mag stimmen. Aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, anders auf unsere Wirklichkeiten zu blicken, als sie unmittelbar und direkt durch Wertung zu neutralisieren. Bei Robert Walser, wenn man die Wanderung mit Karl Selig liest, dann wird einem sofort klar, nach wenigen Seiten wird einem klar, und wenn man den ganzen Text liest, ohnehin, wird einem klar, dass Robert Walser nahezu angewidert ist von einem gewissen Moralismus, weil er eine Art, sagen wir, weil er in diesem Moralismus, weil er eine Unwahrhaftigkeit erkennt, die diesem Moralismus offenbar gar nicht bewusst zu sein scheint. Ich glaube, das können wir auch heute lernen von Robert Walser, weiterhin 2019, dass unsere Realitäten sehr komplex sind, dass sie so komplex sind, dass wir sie nicht unmittelbar in dem religiösen, theologischen Paradigma, Schwarz-Weiß-Paradigma, um es so simpel wie möglich zu formulieren, von Gut und Böse eingliedern können, dass es viele Grautöne gibt, dass es eine Komplexität gibt, die ich vorhin mit dem Stichwort Inkommensurabilität indizieren wollte. Und das Denken heißt, schriftstellerisches Denken, künstlerisches Denken, so wie es Walser auch praktiziert, eben mit neugieriger zu sein, als es dem Moralismus sich selbst erlaubt. Und diese Neugierde fordert eben Abstandnahme von diesem Moralismus, von dem ich sprach, und sie fordert eben auch eine Bereitschaft der Hinnahme des Weltwirklichen, so wie es ist zunächst. Und hier würde ich eben nochmal die Verbindung zu Nietzsches Amor Fati ziehen. Wir müssen die nietzscheanische oder walsersche Schicksalsliebe von der Gutheißung des Wirklichen, wie es ist, differenzieren. Ich glaube, diese Differenzierung wird häufig nicht gemacht. Es geht nicht um Gutheißung. Man wäre verrückt oder unmenschlich im einfachsten Wortsinne. Unmenschlich, wenn man die Welt mit ihrer ganzen Gewalt und Grausamkeit und unerträglichen Gerechtigkeit als solche gutheißen würde. Das wäre einfach ein Denkfehler, den
den ich nicht akzeptieren will. Aber wir müssen zwischen Gutheißung und Bejahung differenzieren, und die walsersche Weltbejahung, Wirklichkeitsbejahung, wie die nietzscheanische oder Nietzsches Weltbejahung und Realitätsaffirmation, ist eben gerade keine Gutheißung, sondern ein möglichst präzises, möglichst genaues Hinschauen und fast mit der Demut desjenigen, der weiß, dass ihm das meiste entgeht, ohne ins Demutspathos und ohne in ein immer prätentiöses Bescheidenheitspathos zu gehen. Ich glaube nicht, dass der Begriff Realismus ein guter Begriff ist, um die walsersche Poetik zu benennen, aber provisorisch würde ich ihn dennoch verwenden. Es gibt einen gesteigerten Realismus, der sich mit den Märchenanteilen des Wirklichen und der Realität verbindet. Und es gibt eben, und ich glaube, dass das etwas war, was was auch Walter Benjamin an Robert Walser so angezogen hat. Kafka war wichtig für Robert Walser und Robert Walser war wichtig für Walter Benjamin, für den auch Kafka wichtig war. Benjamin schreibt über Kafka und Walser. Walser Kafka ist beeinflusst von Walser. Entschuldigung, ich habe das so umgedreht von. Und es gibt da Stellen, in denen Max Brod berichtet, der Freund Kafkas berichtet, wie Kafka mit einer Textstelle, ich weiß nicht mehr welche, aber ich glaube der Gehülfe und andere Textstellen, von Robert Walser, andere Texte von Robert Walser zu ihm gelaufen ist, um ihm das daraus vorzulesen, und mit welcher Freude Kafka und mit welchem Lachen er das aufgenommen hat. Also Entschuldigung, ich habe mich vorhin versprochen, aber Kafka ist beeinflusst von Walser. In den Gesprächen mit Selig weiß man, dass Selig Walser darauf aufmerksam macht und dass nicht weiter kommentiert wird, außer dass Walser sagt, dass er Kafka kaum gelesen habe. Naja, aber diese drei Figuren, Kafka, Walser und Walter Benjamin, verbindet eine Affinität zu Gespenstern. Und zu Gespenstern eben nicht als bloßen Märchenwesen, die der Fantasiewelt der Kinder angehören, sondern was ich sehr provisorisch und unbeholfen den gesteigerten Realismus von Walser nennen will, hat eben auch damit zu tun, zu zeigen, dass die wirkliche Illusion im Tatsachenglauben besteht, dass unsere Wirklichkeitstextur gespensterlos sei oder dass wir eindeutig unterscheiden könnten zwischen Tatsachen und Fiktionen oder Illusionen oder Träumereien. Und bei Walser gibt es eben einerseits den Wunsch, und hier nehme ich die nietzscheanische Vokabel auf, aufs Wirkliche zu blicken ohne Schönfärberei. Ohne Schönfärberei, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Walser. Und gleichzeitig erkennt Walser die Schönfärberei, die sich Realismus nennt, um eben auch diese Schönfärberei zu dekonstruieren oder also implizit oder explizit in Frage zu stellen, um sich gewissermaßen, um nicht in die Falle eben dessen zu gehen, was man den Tatsachenobskurantismus nennen könnte, oder eine Tatsachenreligiosität, die ihre eigenen, sagen wir, Inkonsistenzanteile verkennt. Um mit einer letzten Bemerkung zu schließen, warum ist Walser so wichtig heute weiterhin? Ich kann dieses natürlich nur für mich beantworten. Ich möchte ihn weiterlesen, möchte weiter versuchen, von ihm zu lernen. Eben mindestens deshalb, weil es hier eine doppelte Resistenzgeste gibt, die mich als Philosophen auch interessiert. Ich mache keinen großen Unterschied zwischen Literatur und Philosophie oder bildender Kunst und Philosophie, auch wenn ich weiß, dass es tausend Gründe gibt, es zu tun. Aber ich glaube, auch das philosophische Denken ist beflügelt durch Fantasie. Es gibt spekulative
Überflüge in der Philosophie, die Kant kritisiert hat. Man weiß, dass Kant in der Kritik der reinen Vernunft ein Flugverbot für die Philosophie ausgesprochen hat. Aber dennoch hat Kant in der transzendentalen Dialektik eben dieses Buch auch darauf insistiert, dass das Denken sich nicht in der Verstandes-, in der Analyse, in analytischen Tätigkeit des Verstandes erschöpft, sondern dass es gewissermaßen aus sich heraus durch die Vernunft, die den irrationalen Part des menschlichen Gemüts konstituiert in der kantischen Erkenntnistheorie, dass das Subjekt durch die Vernunft aus sich herausgerissen wird, dass es gewissermaßen primordial oder a priorisch exzessiv ist, derart, dass es gewissermaßen sich nicht bei sich selbst als Verstandessubjekt beruhigen kann, sondern dass getrieben ist von einem Fieber, das ein Realitätsfieber ist letztendlich, dass das Subjekt eben nicht ins Vorkritische zurückreist, das heißt in die dogmatische vorkritische Philosophie im Sinne Kants, in die vorkantische Philosophie, wenn man so will, sondern dass auch das kritische Denken sich seinen spekulativen Anteilen bewusst sein muss. Und man könnte sagen, ohne dass Walser sich übertrieben viel mit Philosophie beschäftigt hat, das als Literat, als Schriftsteller, als Poet sehr genau zeigt, dass wir beides brauchen mit gleicher Intensität, den Realismus des Kritischen, wie die Bereitschaft, sich auf Experimente einzulassen, auf Kopflosigkeiten zu riskieren, im Denken wie im Schreiben, im Leben, im Lieben auch natürlich, auf präzise Kopflosigkeiten und exakte Überschwangsdynamiken, die uns eben genau daran hindern würden und hindern können, uns in der Ideologie des Kritischen, das heißt in dem, was ich vorhin den Tatsachenobskurantismus nannte, einzuschließen.